Name ist Zukommen, meine lieben Freunde. Herzlich willkommen hier heute zur mittlerweile schon 10. Episode von Lustige Schülerantworten in Tests. Ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten lustigen Schülerantwort. Und zwar wurde in einem Test gefragt, warum wird das Leitbild mit T und nicht mit D geschrieben? Erkläre, wie man auf die richtige Schreibweise kommen kann. Duden. Ich meine, es ist richtig. Bei der nächsten lustigen Schülerantwort sollte man in einem Mathe-Test zeigen, wo sich C anhand einer gegebenen Funktion, Formelgleichung auf einem Graphen naheliegend dann ist. Ich habe selber keine Ahnung. Das hier war auf jeden Fall diese Funktionswellen. Ich habe wirklich, ehrlich gesagt, überhaupt keine Ahnung. So oder so hat der Schüler C gefunden. Und zwar hier. Ich meine, es ist auch wieder richtig. Was allerdings auf keinen Fall richtig war, war die Antwort auf diese Frage. Wie alt war Ludwig van Beethoven bei seinem ersten Konzert? Und der Schüler schreibt einfach 8. Bro, es gibt keinen Anhaltspunkt, warum das richtig sein sollte. Und bei der nächsten lustigen Schülerantwort hat der Schüler tatsächlich gar keine Antwort geschrieben, sondern einfach 10 Euro Bestechungsgeld hingeschrieben. Er sollte nämlich 3 Wortarten nennen, die er bereits kennt. Ich weiß nicht mal, was eine Wortart ist. Ist das sowas wie Substantiv? Oder Konjunktiv? Nein. Hier sollte ein Schüler beantworten, für was die Abkürzung USW. Steht. Und jeder weiß, dass USW für und so weiter steht. Der Schüler dachte allerdings, dass das Ganze Amerika bedeutet. Amerika wäre USA. Nicht USB. Und USB ist auch nicht Amerika, sondern es ist dieses komische Ding zum Reinstecken, wo man eine 50% Chance hat, aber immer, also ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich stecke den immer falsch rum rein. Wer gefragt hat. Bei der nächsten lustigen Schülerantwort weiß ich ehrlich gesagt nicht, was die Aufgabenstellung war. Er hat allerdings das Wort Democracy, also Demokratie auf Englisch, komplett falsch geschrieben und hat es Democracy geschrieben. Oh, was ein Trottel. Ich bin übrigens auch ein Trottel. Ich habe mir 3 Brillen bestellt und keine steht. Ihr entscheidet jetzt. Ich habe mir 3 Sonnenbrillen bestellt und alle meine Freunde sagen, dass mir keine von denen steht. Ich sehe das genauso. Ich finde, ich habe kein Sonnenbrillengesicht, aber ihr dürft jetzt entscheiden. Fangen wir an mit der ersten stylischen Sonnenbrille, meine Damen und Herren. Es ist eine schwarze, elegante Brille mit blau-orange gefärbten Gläsern. Was halten wir hiervon? Brille Nummer 2 ist eine spacige, weiße Brille mit orangenen Akzenten in der Innenseite, die der Otto-Normalmensch, den ich allerdings treffe, nicht sieht, denn die sind ja logischerweise von innen. Was halten wir hier von? Und das hier ist Brille Nummer 3, meine sehr verehrten Germany's Next Topmodel-Zuschauer. Was halten wir von dieser spacigen Attraktion? Und hier sehen Sie nochmal alle 3 schnieken Sonnenbrillen nebeneinander dargestellt. Schreibt jetzt in die Kommentare 1, 2 oder 3. Oder gar keine, wenn ihr denkt, dass meinem Quadratschädel keine Brillen stehen. Genug Fashion, meine Damen und Herren. Wir machen weiter mit der nächsten lustigen Schülerantwort. Und zwar dieser hier. Woher bekamen die Männer Altsteinzeit ihre Nahrung? Mämmer geht zusammen in Wald, gucken wo Tier, dann tot Tiere und essen Tiere. Genau. Ist völlig richtig. Hier sollte ein Drittklässler beantworten, wie viele Zentimeter in einen Meter passen. Und jeder weiß, dass 100 Zentimeter in einen Meter passen. Auch ein Drittklässler, der ist 9 Jahre alt, der weiß das auch. Und bei der Antwortmöglichkeit wurden sogar so 3 kleine Unterstriche gegeben, sodass man weiß, dass die Zahl 3 Ziffern haben muss. Der Schüler antwortet allerdings so viele, wie man reinkriegt. So einen auf, ja. Der eine kriegt 10 rein, der andere kriegt 200 rein. Egal, die kasupst dir aus. Bei der nächsten lustigen Schülerantwort sollte man in... Danke. Ein Biologieschüler sollte die 2 wichtigsten Werkzeuge der Gentechnik benennen und hat dort einfach Messer und Gabel hingeschrieben. Also ich weiß nicht, ob das jetzt richtig oder falsch war, aber es, ich glaube jetzt nicht, dass die 2 wichtigsten Werkzeuge der Gentechnik ein verdammtes Messer und eine Gabel sind. Bei der nächsten lustigen Schülerantwort geht es um Prozentrechnung. Darum handelt allerdings der Fail hier nicht, sondern von dem Text, den der Schüler unter die Prozentrechnung geschrieben hat.
Er schrieb nämlich, kleine Anmerkung am Rande, man sollte nicht so viel Platz freilassen. Wenn das jedes Jahr gemacht wird bei fast jeder Schule und bei jedem Schüler aus dem 8. Jahrgang, ist das ganz schöne Papierverschwendung. Man könnte dadurch bestimmt bei einem Schüler ca. 7 Blätter sparen, schon allein in unserer Klasse wären das um die 196 Blätter. Nur ein kleiner Verbesserungsvorschlag. Und das war wahrscheinlich Greta Thunberg. Bei der nächsten lustigen Schülerantwort sollte ein Schüler schreiben, was er machen möchte, wenn er alt ist. Und der Schüler antwortet, schlafen. For real? Ich weiß nicht, wie ich meine Schulzeit vor allem auf dem Gymnasium überlebt habe, ne? Ich kann euch locker an einer Hand abzählen. Vielleicht zwei Hände. Ich kann euch an zwei Händen abzählen, wie oft ich in den 7 Jahren Gymnasium länger als 8 Stunden geschlafen habe. Okay, cool. Wo wurde Mozart geboren? Da, wo seine Mama ihn zur Welt gebracht hat. Ja. Ich meine, es ist auch wieder richtig. Mit welchen Hilfsmitteln kann man ein Gericht schmackhafter gestalten? Ich weiß nicht, aus welchem Fach das rausgenommen wurde, ne? Ich meine, welche Arbeit hat man so eine Aufgabe, Digga? Im Fach Kochen? Gibt's sowas? Ich hab ehrlich gesagt gar keine Ahnung. Mit welchen Hilfsmitteln kann man ein Gericht schmackhafter gestalten? Mir wird da nur Gewürze einfallen. Das dachte sich auch der Schüler. Der hat das allerdings ein bisschen falsch geschrieben. Der hat nämlich nicht Gewürze, sondern Gefürze geschrieben. Dafür kriegst du auf jeden Fall den Win der Woche. Hier sollte ein Schüler beantworten, was der geometrische Fachbegriff dieses Körpers ist. Und er schreibt Quader. Was logischerweise falsch ist, denn es wird ja mit Q geschrieben. Aber Q ist auch so ein Buchstabe, den brauchst du nicht. Das K übernimmt alle Sachen, die das Q kann. Nur noch viel mehr. Wir brauchen kein Q und wir brauchen kein V. Weil wir haben ein K und wir haben ein F. Und ich habe einen super tollen Popsocket. luca-shop.de. Kommen wir nun allerdings auch schon zur letzten Schülerantwort, meine Damen und Herren. Ein rechteckiges Grundstück hat eine Fläche von 450 Quadratmetern. Seine Breite beträgt 15 Meter. An einer Längsseite des Grundstücks fließt ein Bach. Der Besitzer will zum Bach hin einen Zaun errichten, um Unfälle zu vermeiden. Wie lang muss der Zaun zum Bach hin sein? Die sollen sich selbst um ihr Haus kümmern. Und das ist die richtige... Ja, nee, es ist eigentlich falsch. Und an der Stelle würde ich das heutige Video jetzt auch beenden, meine Damen und Herren. Wenn euch lustige Schülerantworten in Tests Teil 10 gefallen hat und ihr Bock auf einen 11. Teil, das ist eine 6. 10. 11. Teil habt, dann lasst einen Daumen hoch unter dem Video hier da, abonniert meinen Kanal und klickt auf die Glocke, um weitere Videos nicht zu verpassen. Schreibt mir mal unten in die Kommentare, welche Brille ich von den dreien jetzt behalten soll. Oder gar keine. Ich habe so ein Quadratschädel, mir stehen keine Brillen.